Normalerweise wirft der Ninja-Affe ja eigentlich nur Shurikens, um die Bloons kaputt zu machen. Heute geben wir ihm aber ein Demon Blade und das kann er einfach werfen und wir werden außerdem die 4x5-Skillung machen, um zu gucken, wie stark er am Ende wirklich ist. Und ich will nicht zu viel sagen, aber Leute, guckt euch einfach an, wie cool dieser Angriff aussieht. Er wirft einfach ein Riesenschwert, was sich nochmal in drei kleine Schwerter aufteilt. Wir machen das Ganze heute auf der Karte Kubismus, denn wir werden nachher noch 20 Shinobis um ihn herum bauen, um ihn maximal zu buffen. Also es wird wirklich richtig krass. Als erstes gehen wir auf Ninja Discipline. Kennt jeder von euch, erhöht einfach das Attack Speed und er kriegt so ein, ja, weißes Stirnband. Dann auf Distraction, das heißt, er kann jetzt einfach Bloons manchmal zurückwerfen. Und ihr seht, der rote Bloon ist gerade wieder bis zum Anfang gefahren. Seeking Shurikens kennt auch jeder von euch. Dadurch haben wir jetzt einfach zielsuchende Shurikens. Und jetzt kommen wir auf die neue Skillung, Psytos. Psytos, das macht jetzt einfach, dass er, ja, mehr Bloons kaputt machen kann und mehr Damage macht. Danach können wir auf Deadly Shurikens gehen, also bisher hat er noch gar nicht das Schwert. Aber Leute, das wird jetzt, ich glaube, mit der dritten Skillung kommen und ja, es wird auf jeden Fall krank. Und wenn man das mal auf langsam macht, dann seht ihr ab und zu, wenn man genau hinguckt, dass er wirklich auch so ein, ja, wie so ein Messer wirft. Nicht nur ein Shuriken, sondern auch noch ein Messer. Dann können wir noch auf Deadly Shurikens gehen, das ist jetzt die neue Skillung. Dadurch machen die Shurikens, die er wirft, noch extra Schaden und können alle Arten von Bloons kaputt machen. Ihr seht es jetzt, also es ist wirklich, er macht jetzt schon ultra viel Schaden, aber er ist natürlich auch schon ein 1-1-1-2-Turm. Wir brauchen natürlich auch Geraldo, um ein bisschen Geld zu machen. Ich hätte das NFT wahrscheinlich am Anfang platzieren sollen, aber ja, das wird schon genug Geld machen. Wir haben es jetzt erst Runde 10 raus, aber später, das sollte schon klar gehen. So, wir sind jetzt in Runde 27 und ihr seht, die Bloons kommen schon sehr weit. Ich glaube, es gehen sogar einige durch. Ah, wobei, come on, snipe den da unten. Please, snipe ihn. Ich meine, wir haben unten die Dinger noch, aber nee, den werden wir nicht snipen. Aber wir haben die Runde trotzdem geschafft. So, die Bleibloons sollten wir jetzt eigentlich auch kaputt kriegen. Denn wir haben ja hier unten, dass er alle Arten von Bloons kaputt machen kann. Ich würde sagen, wir gehen noch auf Counterspionage. Sollte auch jeder von euch kennen. Dadurch kann er jetzt einfach Camo runter machen. Was eigentlich egal ist, weil wir werden eh nur Ninjas benutzen. Dann Sharp Shurikens. Also die Shurikens sind jetzt einfach stärker. Können 4 Bloons gleichzeitig kaputt machen. Und Keltrops. Kennt auch jeder von euch, der Bloons spielt. Er wirft halt diese kleinen Keltrops hier auf den Boden, die auch nochmal den Bloons extra Schaden machen. Okay, in Runde 8. In Runde 38 kriegen wir nicht mehr alle Bloons kaputt. Ich glaube, es ist Zeit für das Katana. Die Scythes, also diese kleinen Dolche, die er wirft, werden jetzt einfach replaced mit einem Katana. Und das einfach viel stärker ist. Also ja, er wirft jetzt, wenn man genau hinguckt, ich lasse es nochmal auf langsam, dann wirft er jetzt einfach ein Katana-Schwert. Und das macht schon auf jeden Fall richtig viel Damage, denn das macht fast die Ceramic Bloons direkt kaputt, die Zebra Bloons direkt kaputt. Und das sollte uns jetzt eigentlich durch Runde 39 helfen, oder? Kommt da was durch? Nee, ich glaube, das sollte er hinkriegen alleine. Leute, und das ist ja noch nicht ansatzweise die maximale Power von dem Bloom, denn er wird nachher noch viel, viel stärker. Okay, ich glaube, wir müssen hier doch nochmal was machen, weil wir haben jetzt eine ziemliche Regrowth-Farm und werden jetzt dran sterben. Ja, wir müssen für 39 noch ein extra Upgrade gehen. Also, wir haben jetzt gerade Katanas geskillt. Ich würde sagen, dann gehen wir noch auf die Flash-Bomb. Dadurch wirft er jetzt auch noch eine Bombe. Also, er wirft Shurikens, ein Katana und eine Bombe. Das müsste auf jeden Fall reichen, oder? Oder soll ich nochmal ein Upgrade holen? Nee, ich glaube, das sollte reichen. Ah, wobei, ich gehe mal noch auf Double Shot und Shinobi Tactics. Und jetzt muss es aber reichen, weil mehr will ich eigentlich nicht vor Runde 39 raushauen. Ich denke übrigens, der Ninja wird auch gottlos stark. Also der 4x5 Ninja müsste richtig, richtig stark sein. Ah, der Moab kommt schon relativ weit. Ich glaube, wir brauchen echt die Sticky Bomb ab Level 50. So, in Runde 50 kommen jetzt mehrere Moabs. Den ersten haben wir kaputt. Ja, es ist Zeit für die Sticky Bomb. Sticky Bomb kennt jeder von euch. Er wirft jetzt halt so eine Zeitbombe auf die Moabs, die dann explodiert. Blunjitsu gehe ich jetzt auch. Dann wirft er einfach 5 Shurikens gleichzeitig, die natürlich alle extra Damage machen wegen der unteren Skillung, wegen Deadly Shurikens. Blunsabotage hole ich auch mal für den Fall der Fälle, dass ich die Fähigkeit habe, dass einfach alle Bloons nur mit der Hälfte des Speeds fahren. Und dann unten Razor Blade. Katana so sharp that they tear right through Moab Class Bloons. Also die Katanas sind jetzt so scharf, dass sie durch die Moabs durchfliegen und den extra Schaden machen. Und ihr habt es gesehen, ich glaube, die Bombe ist gar nicht hochgegangen, weil wir so viel Damage haben, dass wir die Moabs einfach schon kaputt machen, bevor sie überhaupt in die Nähe vom Ninja Monkey kommen.
Mittlerweile sind wir in Runde 62 und die Bloons kommen schon etwas weiter, aber ihr müsst bedenken, der Ninja-Affe hat ja auch noch die Fähigkeit, dass man ihn buffen kann mit ganz vielen kleinen Ninjas, was ich jetzt auch mache, bevor ich auf die 5er-Version gehe. Das heißt, ich werde jetzt erstmal viele kleine Ninjas platzieren. Runde 63 macht uns ganz schön zu schaffen, muss ich ehrlich sagen. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen 20 Stück. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Ich gehe auf Shinobi Tactics und danach auf Seeking Shurikens, dass er ein bisschen mehr Reichweite hat. Und dann sollten wir jetzt gleich einfach 20 Stacks drauf haben und dadurch wird er so gottlos viel stärker. Also das wird absolut insane. Außerdem, die Shinobi Tactics helfen natürlich auch noch ein bisschen. Aber ich glaube, im Endeffekt, der meiste Schaden wird dann von unserem 4x5 Ninja natürlich kommen. Ich werde wahrscheinlich auch noch Jungle Drums und so holen. Vielleicht hole ich auch noch ein Permanentgebräu, aber ich werde nicht Tempel Buff holen und ich werde auch nicht overclocken, weil ich habe vor, in Zukunft nochmal alle 4x5 Türme in einem Video zu machen und dann davon überall die ultimative Version, um zu gucken, wie stark die sind. So, er hat jetzt genau 20 Buffs, also jetzt sollte der damit easy bis Runde, ja, wahrscheinlich 80, sogar vielleicht in die 90er Runden kommen. Übrigens, Demon Blade ist auch sehr, sehr teuer, also es ist die teuerste Skill und kostet 56.000 und also ich denke, das ist auf jeden Fall auch die stärkste Skillung. Das heißt, bevor wir Demon Blade holen, werden wir auch die anderen Skillungen erstmal holen. Ich würde jetzt ganz gerne noch kurz hier Dschungeltrommeln holen einmal und wir holen MIB, aber wir holen nicht Heimatverteidigung, das ist dann zu viel des Guten. Also einfach nur MIB, ich meine, er kann eh alle Arten von Bloons angreifen, aber ja, dann können die Shinobis noch ein bisschen mithelfen. Was halt auch sehr cool ist bei diesem Turm, er wirft halt wirklich alles zurück. Also erstmal attackt er jetzt super schnell und ihr seht, die ganzen Bloons werden direkt wieder an den Anfang zurückgeschossen, wenn sie nicht direkt kaputt gehen. Also ihr seht, die ganzen Regrow-Bloons und so wirft er immer zurück zum Anfang, ist richtig, richtig nice. Ich will ja nichts sagen, Leute, aber wir sind in Runde 97, wir haben ihn noch nicht geupgradet, es ist immer noch ein 4x4-Turm und guckt euch bitte an, was der mit Runde 98 und so macht. Der nimmt die so krass auseinander, ich musste noch nicht mal die Fähigkeit aktivieren, wobei ich glaube, hier in 98 sollte ich sie aktivieren. Er hat auch fast alle Pops, er hat 1,6 Millionen, die haben 13.000, also die sind wirklich nicht so krass am gucken. Ich glaube, der Beste ist der hier mit 14k, also da ist auf jeden Fall... Er macht fast alles alleine. Er hat Runde 98 einfach komplett gesolot. Und jetzt auch Runde 99 müsste er auseinandernehmen. Und vielleicht Runde 100? Ich kann's... Ich weiß es nicht genau. Ich habe die Fähigkeit gerade benutzt. Das war ziemlich dumm, weil die funktioniert nicht auf dem BRD. Die Zeitbombe ist auch drauf. Come on. 1,8 Millionen Damage. Er hat fast die 2 Millionen Damage alleine gemacht. Das ist schon heftig. Das ist wirklich heftig. Leute, einfach Runde 101 und 4x4 Turm. Ohne Upgrade. Also der Turm hier wird auf jeden Fall Runde 200 schaffen. Okay, Runde 104 ist Game Over. Das heißt, es ist jetzt an der Zeit, dass wir hier ein bisschen kochen. Ich verkaufe den hier mal. Wir brauchen das NFT gar nicht. Und ich werde mal Geraldo... Komm, wir packen ein paar Geraldo-Sachen drauf. Wir machen mal das Feuer von Geraldo drauf. Wir machen, dass er weiter sehen kann. Wir machen, dass er das hier hat. So, wir haben jetzt ein paar Geraldo-Buffs drauf. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt auf Master Bomber, Grandmaster und, warte mal, was? Wir gehen direkt auf Grandmaster Ninja, Master Bomber und Grand Saboteur, so, genau. Und jetzt warten wir mal und gucken, wie weit der kommt und dann holen wir das Demon Blade ganz am Ende. Und beim Demon Blade steht, deep from within the underworld, I have arisen. Ich meine, guckt euch das an, Runde 106, es kommt nichts ansatzweise nur nah ran, also der ist alles am Zerstören gerade und wir können theoretisch permanent die Fähigkeit aktivieren, was ich jetzt auch mache, das heißt, ich werde hier die Fähigkeit drauf, den Techbot drauf machen und dann werde ich hier noch kurz ganz unten, hier am Ende, dass der keinen Schaden macht, einen Energizer holen, der den Cooldown verringert von der Fähigkeit, dass er die auch die ganze Zeit macht. Leute, guckt euch das an, die kommen nicht mal, die werden permanent gestunt, das ist so heftig. Und das ist jetzt die 5-5-5-4-Version. Also Demon Blade wird gleich noch sowas von viel mehr Schaden machen. Wir sind jetzt einfach in Runde 150. Und er nimmt immer noch alles komplett auseinander. Die BRDs kommen relativ weit, aber er schafft's noch. Also der BRD wird jetzt hier vorne ungefähr sterben. Und ich meine, die Karte ist halt auch sehr lang. Oh, guckt euch das an mit dem Schwert, was die ganze Zeit da durchgeht und dem permanent durchstunt.
Das ist auch so krass. Guckt euch die ganzen Stunts an. Die ganzen Bloons wissen gar nicht, was sie machen sollen. Okay, es ist an der Zeit. Wir gehen auf das Demon Blade. Einfach für mehr Schaden. Wir haben jetzt auch 10. Wir warten auf 10 Millionen Pops. So, Demon Blade. 3, 2, 1, go. Ich bin mal gespannt, wie viel Damage er jetzt mehr macht. Da, ihr seht das riesen Demon Blade, was da durchfliegt. Und sein Schaden geht auch richtig krass nach oben. Oh mein Gott, er stunt auch alles durch. Und die ganzen Shurikens, die noch kommen. Okay, das ist ultra heftig. Okay, wir sind in Runde 170. Und er ist schon ein bisschen am Kämpfen. Aber wir haben auch noch kein Permanentgebräu draußen. Also mit Permanentgebräu wird das Ganze nochmal viel krasser. Also ohne Permanentgebräu schafft er Runde 170. Ich weiß es nicht genau. Stun sie durch, come on. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Wir haben jetzt gleich nochmal eine Fähigkeit, was ganz gut ist. Okay. Die BADs werden halt weit kommen. Die letzten beiden BADs werden weit kommen. Der hier kommt auch schon sehr weit, aber die sind permanent gestunt. Wir müssen jetzt die BADs noch kaputt kriegen. Okay, Bro, du musst den BAD schnell kaputt kriegen. Bitte in deiner Reichweite. Okay, wichtig. Der andere muss halt jetzt platzen. Oh, die gehen durch. Runde 170. Oh, er hat sie gecleant. Er hat sie noch geholt. Okay, ich hol permanent Gebräu. Permanent Gebräu. Go und faster throwing und wir geben Perishing Potion. Okay, sobald Permanentgebräu auf ihm hier ist, sollte er komplett kochen. Come on. Oh mein Gott, der Permanentgebräu bufft erst die ganzen an. Okay, er hat Permanentgebräu. Jetzt sollte er eigentlich komplett kochen. Wisst ihr was? Ich mach doch die ultimative Version. Come on, ich hab da Bock drauf. Also ohne Tempel aber. Wir machen aber die beiden auch noch. Dann hat er so viel mehr Attack Speed und wir gehen auf Heimatverteidigung. Ich habe Bock auf die ultimative Version. So, auf ihn drauf und auf ihn drauf. Damit sollte er es auf jeden Fall schaffen. Wir holen jetzt noch zwei Techbots. Overclocken beides. Beziehungsweise ist ja schon overclocked. Und noch ein Techbot hier für Heimatverteidigung. So. Und noch einen für ein Temp. Hierfür. Call to Arms. Wir warten kurz, bis Heimatverteidigung auf der Hälfte vom Cooldown ist. Und jetzt machen wir den Techbot auch hier drauf und dann sollte der permanent einen Buff haben. Und jetzt sieht das Ganze ja schon wieder easy aus. Guckt euch das an, er vernichtet alles am Anfang. Teilweise ist es sogar ein bisschen am Laggen, weil er so viele Bloons am Durchstunnen ist. 30 Millionen Damage hat er jetzt schon. Also ich glaube, jetzt schafft er auf jeden Fall Runde 200. Ich meine, guckt euch das an. Der BRD müsste eigentlich relativ schnell kaputt gehen. Ja, und das war ohne Heimatverteidigung. Das war ohne Heimatverteidigung. Das war gerade nicht aktiv. Runde 200, da kommt der gepanzerte BRD. Der ist unter dem normalen BRD. Aber auch er müsste komplett zerstört werden. Das Schwert ist einfach, das ist einfach permanent da, das Schwert. Das, weil er so schnell attackt, ist es einfach durchgehend in einem Bloon drin und sticht die ganze Zeit zu. Schaden mittlerweile fast 40 Millionen. Selbst die gepanzerten BADs nimmt er auseinander. Das wird wahrscheinlich Runde 250, sollte der schaffen. Okay, jetzt in Runde 249 ist schon ein harter Fight. Es sind so viele BADs da. Oh Gott, ich glaube, das könnte das Ende sein. Ich glaube, das könnte das Ende werden. Wo ist er denn? 61 Millionen Damage hat er mittlerweile. Auf jeden Fall richtig viel Schaden. Er hat jetzt nochmal eine Fähigkeit rausgehauen. Das ist ganz gut. Er hat noch keine 10 Overclocks, weil ich immer Runden übersprungen habe. Das heißt, er wird noch ein bisschen stärker mit den nächsten beiden, Buffs. Okay, 70 Millionen Schaden. Ich glaube, hier geht was durch. Okay, ich kaufe mal ganz schnell Legende der Nacht. Der muss uns helfen. Legende der Nacht, du gehst auf Last. Du musst den Letzten angreifen. Du musst irgendwie den Letzten aufhalten. First, Legende der Nacht ist geprockt. Du musst jetzt hier die, da darf nichts mehr durchgehen, sonst ist Game Over. Come on. Okay, Permastun. Jetzt kommt Runde 250. Schaffen wir Runde 250? Er hat jetzt 10 Stacks. Oh, bitte Moab nicht durchgehen? Okay, nice. Runde 250, die letzte Runde. Come on. Mehr muss er nicht schaffen. Wir könnten ihn noch stärker machen, wenn wir da noch einen Tempel hinbauen. Aber das verwahre ich mir noch für das andere Video, wo ich wirklich alle auf einmal vorstellen will. Er hat auch mittlerweile 80 Millionen Schaden. Vielleicht schafft er sogar 100 Millionen diese Runde. 85 Millionen jetzt schon. Come on. Der Gepanzerte vorne, der ist halt sehr nervig. Okay, er hat den Gepanzerten kaputt gekriegt. Die DDTs sind super schnell. Kriegt er aber auch, weil das Messer schneller ist, also das Demon Blade. 95 Millionen Schaden. Er macht die 100 Millionen voll. Come on, mach die 100 Millionen voll. 100 Mille, come on. Und 100 Mille. Und er hat sogar die Runde geschafft. Krass. Okay, ich übertreibe jetzt. Ich gehe direkt auf Runde 300. Einfach gucken, ob das geht. Einfach Runde 300.
Wenn er das schafft, das wäre schon überkrass. Aber ich glaube, wenn hier zu viele BRDs kommen, der wird durchkommen, der Gepanzerte. Wir haben zwar jetzt alle Buffs drauf, wobei ich könnte noch ein Geraldo Dings auf ihn machen. So, jetzt hat er nochmal mehr Pierce. Und ich gebe ihm nochmal mehr Reichweite. Den BAD wird er, glaube ich, kaputt kriegen, den vorne. Aber ich glaube, den Gepanzerten nicht. Und vor allem den letzten Gepanzerten nicht. Nee, kriegt er nicht hin, oder? Ganz knapp. Oh, der DDT, habt ihr gesehen? Der war so schnell, den hat er nicht hingekriegt. Aber sehr krasse Performance, finde ich, vom Demon Blade. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich habe schon wieder den Sorcerer Supreme nicht vorgestellt. Also ich glaube, ich muss echt... Ich sage immer, ich will den Magier vorstellen, den Firma 5 Magier. Und komme dann irgendwie immer mit einem anderen Tower. Egal, wir werden den Magier auf jeden Fall noch sehen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt einen wunderschönen Tag. 136 Millionen Schaden. Auf jeden Fall eine krasse Leistung. Fast Runde 300 geschafft. Leute, das soll es gewesen sein. Macht's gut. Habt einen wunderschönen Tag. Bis morgen und ciao.